Es ist ein langer Weg für Rapid Wien in den UEFA Cup 2007-2008. Schön, dass wir ein kleines Stück des Weges gemeinsam gehen. Rapid spielt heute in Kasan gegen Rubin Kasan. Und wenn den Grün-Weißen der Aufstieg gelingt, dann steht man, Sie haben es schon gehört, in der zweiten UEFA Cup Qualifikationsrunde. Und die Rapidler haben natürlich aufgrund des 3:1 Heimsiegs einen kleinen Vorteil. Auch wenn die Fans der Russen optimistisch sind, im Zentralstadion von Kasan, das 30.000 Zusehern Platz bietet, sind aber doch einige freigeblieben mit rund 20.000 Fans, wird heute Abend in Kasan gerechnet. Heute Abend, 2 Stunden Zeitverschiebung, es ist bereits kurz vor 19 Uhr in Kasan. Die Temperaturen angenehm, knapp unter 20 Grad, nachdem es tagsüber sommerliche 25 Grad gehabt hat. Also alles ist angerichtet, wie es scheint, für ein hoffentlich spannendes und am Ende erfolgreiches grün-weißes Europacup-Spiel in Russland. Rund 150 Rapid-Fans sind der Mannschaft gefolgt. Der Großteil davon ist mit dem Team mitgeflogen. Aber auch ein paar Abenteurer haben sich auf den Weg gemacht. Die werden allerdings, wie mit Korkmaz, dessen Dress wir hier sehen, von Beginn an zumindest nicht sehen. Im HNAP-Stadion Wien-West. Seit gestern Mittag ausverkauft. 17.500 haben Platz. Ein paar Plätze, ein paar Sitzplätze gehen noch immer leider drauf für dicke Zäune. Da werden die verschiedenen Fans voneinander getrennt. Aber die Stimmung heute natürlich wieder ausgezeichnet vor der Partie. Vorschusslorbeeren ohne Ende. Wir haben viel davon gehört. Jetzt müssen die 22 da unten auf dem Feld dem Ganzen nur noch gerecht werden. Es geht zum einen auch um die Tabellenführung und es geht darum, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Ob Rapid in dieser Saison dem aktuellen Meister nahe rücken kann, gefährlich werden kann im Kampf um den Teller. Zwei Vereine, die ihre Stadien regelmäßig füllen. Und die Rapid-Fans, das haben wir auch gehört, gehen gerne und im letzten Jahr sehr beruhigt in dieses Stadion. Denn heute vor einem Jahr, oder vielmehr morgen vor einem Jahr, gab es die letzte Niederlage hier im von Josef Fickersberger umgetauften St. Hanapi. Andi Marek hat zu einer speziellen Aktion aufgerufen. Das ist nicht nur Stadionsprecher, sondern auch einer der Mitarbeiter von Rapid, die sich intensiv um die Fans kümmern. Und er hat gesagt, alle, die uns haben, sollen heute mit dem Rapid-Dress hierher kommen und die noch keins haben, möglichst auch eins kaufen. Viele wurden verkauft. Es gibt ein neues Shirt, ein neues Rapid-Dress, das die Fans mitentworfen haben. Und tatsächlich bis zum Präsidenten hinauf haben sie heute alle versucht, ihr Dress herauszukramen und auch anzuziehen. Und es gibt natürlich eine imposante Kulisse. Die Fans auf der Westtribüne, die wir hier links im Bild sehen, haben sich wieder einiges überlegt und wollen ein bisschen auch auf die Tradition hinweisen. Rapid, eine Mannschaft, die keine Werbung im Namen zulässt, die ihre Vereinsfarben nicht aufgibt wegen eines neuen Sponsors. Und Sie hören da schon ein bisschen heraus, da ist man stolz auf das, was man sich bewahrt hat gegenüber einem Verein, der völlig neu aufgestellt wurde mit dem Einzug der Energiedose in Salzburg. Tradition gegen Kommerz, auch eines dieser Duelle, das für heute angesagt wurde. Thomas Steiner, Rapid, gewinnt verdient gegen Salzburg mit 1:0 durch das Tor von, wie wir mittlerweile wissen, Markus Katzer in der 77. Minute. Rapid hat mehr für das Spiel getan. Salzburg zu lange, zu defensiv, zu wenig kreativ nach vorne hin. Und Rapid bleibt hier auch weiterhin unbesiegt im Hanapi-Stadion. Ja, vielleicht hat das sogar Timo Ochs mit dem Handschuh den Ball noch ins eigene Tor geschlagen. Das wird vielleicht nie zu klären sein, so richtig. Markus Katzer und Mate Bilic besprechen die ganze Sache noch einmal und machen sich da aus, wer den Treffer wirklich erzielt hat. Die Rapid-Fans feiern ihre Mannschaft. Wie gesagt, ein verdienter Sieg.
Und nach 7 sieglosen Spielen gegen Salzburg gelingt Rapid also wieder ein Erfolg. Und das zu Hause, die ungeschlagene Serie im eigenen Stadion, die jetzt schon ein Jahr andauert, geht weiter. Herzlich willkommen hier aus dem Burgenland an einem wunderschönen Juliabend, an einem Mittwoch, an dem also die zweite Runde abgeschlossen wird, weil Rapid vor 11 Tagen noch im UI-Cup engagiert war, in Bratislava, dort zwar verloren hat, am Ende aber weitergekommen ist und deshalb also heute hier das Ende der zweiten Runde mit der Begegnung Mattersburg gegen Rapid. Rapid gegen Austria, zwei Mannschaften, die viele Fans haben im ganzen Land, von Osten bis Westen, natürlich auch im Westen unseres Landes. Einige Fans dieser beiden Mannschaften, aber natürlich polarisiert diese Partie hier in der Bundeshauptstadt am meisten. Auf eines können sich aber alle Fußballfreunde gefasst machen, auf ein Spiel mit viel Schwung, mit viel Stimmung, denn dafür ist das Hanapi-Stadion ja bekannt. Herzlich willkommen zum 250. Meisterschafts-Derby. Das Stadion hier im Westen der Stadt hat sich gut gefüllt. Ein paar Plätze sind noch frei, aber ein paar wenige Minuten dauert es ja noch. Und so früh in der Meisterschaft geht es beim Wiener Derby natürlich auch um die Vorherrschaft, die sogenannte Nummer 1 der Bundeshauptstadt, noch dazu, wo die beiden Teams ja im Moment punktegleich in der Tabellenmitte liegen. Und es geht natürlich auch um den Zug nach oben in Richtung Tabellenspitze. Ja, wenn Georg Zellhofer vor dieser Partie gesagt hat, er wäre hier als Gastmannschaft mit einem Unentschieden zufrieden, dann möchte ich an dieser Stelle Giovanni Trapattoni zitieren, der vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich in Riga bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel, vor dem Spiel gegen Ventspils gemeint hat, wenn wir Trainer vor einem Spiel sagen, ein Unentschieden wäre fein, dann lügen wir. Und zwar wir alle, auch ich, Giovanni Trapattoni, denn wir wollen immer gewinnen. Und klar, Georg Zellhofer wollte keine großen Sprüche landen hier vor der Partie, aber natürlich dachte auch die Wiener Austria danach, hier zu gewinnen.